Der Notruf einer verzweifelten Tochter führt Kai-Uwe Kadagis und Jan Weber nach Friedrichshain. Die Eltern der 34-Jährigen sind so in ihren Streit vertieft, dass sie die Ankunft der Beamten gar nicht bemerken. Das ist eine sehr engagierte junge Dame. Ach du Scheiße, da steht er auf dem Dach. Das ist erstmal nicht verboten. Kick dir das mal an. Hallo! 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 Hey! Hallo! Die hören mich nicht. Die hören mich nicht. Da kannst du machen, was du willst. Das ist der Papa, oder? Ach, schön, die Polizei ist das. Was machen Sie denn da? Was soll denn das? Sie schmeißen mich hier raus. Was soll denn das? Was soll denn das? Seit 45 Jahren verheiratet und die schmeißen mich raus. Die wollen mich mit Bild und keine Ahnung. Wer soll sich hier verhindern? Ich soll es halt noch nie erlebt. Ich weiß es nicht. Was ist denn hier irgendwie los? Das ist hier Ihr Vater oder wer ist das? Komm, ich weiß mal nicht. Nein. So. Papa, komm runter. Hörst du, oder? Ganz gut. Ich halte die Leute am Mist. Das war das Größte, was du dir geleistet hast. Aber pass auf dich auf, nicht, dass da irgendwie noch was abgedauert wird. Mahlzeit. Okay, bleiben Sie mal ganz ruhig. So, wenn Sie meinen Kollegen da oben sind, Sie mir vielleicht mal erzählen. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Wir sind seit 45 Jahren verheiratet, immer alles in Ordnung. Und jetzt ist ja völlig verrückt. Jetzt gibt es Spannung, oder was? Okay, also das, was jetzt hier gerade passiert, haben Sie einfach gesehen? Sie haben nicht gesehen, warum das so ist, was überhaupt passiert ist? Keine Ahnung. Okay. Der Grund des eskalierten Ehestreits ist sowohl den Beamten als auch der Tochter ein Rätsel. Jetzt gilt es, den Mann, der vor seiner Frau auf das Garagendach geflüchtet ist, aus seiner misslichen Lage zu befreien. Dann soll der Kollege die noch ein bisschen hochschieben. Die an der Dach in der Stelle, ich schieb die noch. Naja, die ist ja nicht so lang. Die kannst du mal ein bisschen hochschieben. Der Kollege kennt ihn nicht so aus mit dem Fremdleiter. Lass mal los. Ja. So. Kein Eigenheimbesitzer. Ist kein Eigenheimbesitzer. Ja. Also wir beide halten jetzt für Sie die Leiter. Wie finden Sie das? Das finde ich unheimlich nett, aber ist ja schon. Oder ist Ihnen das zu steil? Ja, was? Das geht schon. Wenn er da unten gut festhält. Auf der anderen Seite haben Sie auch Ihre Sicherheitslatschen an, damit werden Sie mir hier nicht abrutschen, oder? Wenn ich fahre, ich doch mal, bin ich ja ausgebildet. So bizarr, wie sich das anhört, geht natürlich hier auch Schutz des Menschenlebens vor. Und der Herr, der sich ja auf dem Dach befand, war ja nun schon ein bisschen betagter. Und die Frau wollte ihn nicht mehr durchs Fenster reinlassen. Also müssen wir sehen, wie wir ihn da vorsichtig runterbekommen. Nur ist mal gut da oben. So, wissen Sie was? Wir gehen jetzt da mal hin. Was soll denn das? Was ist denn überhaupt passiert? So richtig halt Unterstockung. Also Sie haben eine Physiotherapeutin. Ja, und da und, die passiert nicht. Und Mit Happy Ending Massage oder? Naja, die hat nicht. Nee, keine Happy Ending Massage. Okay. Die macht den Rücken. Plötzlich kommt meine Frau da rein, wie eine Furie, erst auf die los. Dann haben sie ja mitgekriegt. Mit dem Besen, ich bin ja gerade so durch ein, naja, trotz meiner Bandscheiben gerade so aufs Dach raus. Keiner. Oh, Mutti? Ich habe da nichts gemacht, habe da auch mit der Physiotherapeutin nichts angefangen. Ich möchte also, was Sie in der Ehe machen, ist ja letztendlich Ihr Ding oder nicht Ihr machen. Wo ist denn die Physiotherapeutin? Keine Ahnung, ich denke, die hat die Flucht. Also wir gehen jetzt erstmal bezogen. Ja, das ist einfach erstmal. Haben Sie einen Schlüssel dabei? Nein, nicht, weil meine Eltern sind immer da. Wie heißen Sie mit Nachnamen? Blaschke. Frau Blaschke! Frau Blaschke? Frau Blaschke? Entschuldigung, haben Sie irgendwie vielleicht noch einen Schlüssel in den Sachen oder irgendwas? Oder haben Sie einen Schlüssel zu dem Haus? Hallo. Wer sind Sie jetzt? Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo reinkommen. Ja. Ich suche meine Kollegin. Die suchen wir oben gerade. Die sollte jetzt noch hier sein. Die hat den Termin, den hat sie verpasst. Ja. Und wir waren hier vorne. Und mache ich mir so. Mama. Das Telefon geht ja auf nicht. Ja. Frau Blaschke, machen Sie mal die Tür auf. Alles klar. Und vorher war sie bei Blaschkes? Das ist Herr Blaschke. Wer weiß. Tun Sie mir Frau Blaschke. Der ist doch zum Reiten da, Frau Blaschke. Sie wissen ja gar nicht, was hier los ist. Frau Blaschke, erzählen Sie mir doch mal. Ja, das kann ich Ihnen erzählen. Ja. Also, mein Mann hat jede Woche einmal eine Physiotherapeutin hier. Den angeblichen Rückmassier. Gut. Ja, aber diese, so weit Frau, war, oder? Diese Frau ist ein Flittchen, eine Nutte. Eine Nutte. Ja. Warte mal, ganz kurz, wir hören mal ganz kurz vor Blaschke. Passiert mir den Rücken, was so jetzt. Warte mal, ganz kurz mal. Was ist denn? Also, ich, ganz kurz, was erzählen Sie? Diese Physiotherapeutin ist ein Flittchen. Das machen wir mal. Richtig. Wir reden mal ein bisschen anders. Wo ist die denn jetzt? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe aber gehört, wie sie zu meinem Horst gesagt hat. Zum Horst. Zum Horst. Zum Horst.
Horst, ich biete dir einen Handjob an. Für 80 Euro. Das habe ich selbst gehört. Das ist ja nicht mal preiswert. Wir warten mal ganz kurz. Ja. Als der Pflegedienstleiter versucht, seine Angestellte telefonisch zu erreichen, klingelt es in unmittelbarer Nähe der Beamten. Mann? Ja. Das ist Ihr Klingelton. Hi, Kaffee. Das ist das Handy von der? Ja, von Maja Novak. Das ist Sie lässt ihr Handy nicht hier. Frau Blaschke. Frau Blaschke. Frau Novak? Was machen Sie denn hier? Wo ist die denn? Frau Novak? Ja, ich. Wo ist er? Na, ich wollte sie rausschmeißen und ich war so wütend. Sehr ruhig, Blaschke. Frau Novak? Na, hol sie mal raus. Das kommt von hier oben. Hol sie mal raus, ich gleich mal bei den anderen hier unten, bei der ganzen Kombo. Frau Novak, sind Sie hier drin? Frau Novak, ganz ruhig. Polizei ist das. Sie ist durchgedreht. Die Alte ist durchgedreht. Die hat mich überfallen. Die hat mich geschlagen. Mir tut der Kopf so weh. Und sie mal ganz ruhig. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Und sie ist total durchgedreht. Die Schuhe seit anderthalb Stunden. Ich weiß nicht, wie lange ich hier schon liege. Was ist denn hier passiert? Geht's Ihnen? Moment mal ganz kurz. Ich muss mal jetzt wieder professionelle Fragen stellen. Geht's Ihnen denn soweit gut? Sind Sie verletzt? Brauchen Sie einen Krankenwagen? Ich weiß nicht. Mir tut auf jeden Fall der Kopf weh und sie hat mich geschlagen und sie ist total durchgedreht. Verhaften Sie sie? Die ist total irre. Ich will mal gucken, ob sie irgendwo. Sie scheinen aber erstmal keine Verletzung zu haben. Bleiben Sie mal bitte ganz ruhig. Immer mit der Ruhe. Sie hat einen Handjob angeboten. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Du spinnst doch. Gut, okay. Gut, alles klar. Bleiben Sie mal bitte ganz ruhig. Bleiben Sie mal. Bring mal ein bisschen Ruhe. Die Blaschke ist mal raus hier. Die Beamten trennen zunächst die Beteiligten, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Nach einem kurzen Gespräch unter vier Augen hat Polizeioberkommissar Jan Weber einige Fragen an den Chef des Pflegedienstes. Zur Berufsbekleidung, ist der bei Ihnen typisch? Ich wundere mich da gerade. Ich habe das auch noch nicht gesehen. Ist Ihnen jetzt nicht geläufig, dass die Dame normalerweise schwarz gekleidet in High Heels zum Kunden geht? Das sehe ich jetzt erst einmal, ja. Tut mir leid. Ich würde ganz gerne mal den Medikamentenkoffer sehen, ist doch Ihr Koffer, ne? Ja? Also von der Firma. Ja. Von der Firma? Von dann würde ich ihn gerne mal sehen, den Medikamentenkoffer. Ich habe hier mehrere Masseure. Wie ist? Darf ich öffnen? Ja. Krankenpflege, ja. Haushalt. Ja. Das hat die Irre mir da reingemacht. Das war die alte Blaschke, die dreht doch durch, die will doch meinen Job verlieren. Passen Sie mal auf. Ja, passen Sie mal auf. Also, ist natürlich eine nette Schutzbehauptung, dass Frau Blaschke hier Plüsch anstellt. Die will sich meinen Job verlieren, die ist durchgedreht. Na klar. Passen Sie mal auf. Sind Sie deutsche Staatsbürgerin? Ja. Okay. Prostitution für Sie als Deutsche in Deutschland ist erstmal nicht verboten. Wenn Sie sich hier in gewissen Nebenverdienst erwirtschaften, ganz im Ernst kurz zu, weil Sie Arbeitsrecht machen, ist Ihre Nummer. Ja. Wenn Sie sich hier einen Nebenverdienst erwirtschaften, weil Sie mal einen kleinen Handjob anbieten, ist das alle dem Staat egal, solange Sie Steuern drauf zahlen. Wenn Sie mir jetzt hier erzählen, das ist nicht Ihr Koffer, ich kloppe das Ding sowieso ein, weg auf jedem Kondom und auf den Handschellen, die DNA-Spuren von Ihnen finden, Fingerabdrücke von Ihnen finden, Sie brauchen mir überhaupt keinen Blödsinn zu erzählen. Und ich finde es ja auch nicht schlecht, dass Sie in High Heels und mit einer Corsage rumrennen. Allerdings für eine Physiotherapeutin ist das mit Sicherheit die falsche Kleidung. Haben Sie mir noch irgendwas zu sagen? Bevor ich sie einkloppe. Ja, ich geb's zu. Ich massiere die alten Opis und biete ihnen dann noch kleine Erleichterung an. Und Maja, also ich bin jetzt. Würdest du mich besser bezahlen, hätte ich das gar nicht nötig. Kann man Break, ganz kurz einen Break machen? Ja. Ganz kurz mal. Ja. Also, das ist jetzt tatsächlich so, wie ich jetzt gerade gehört habe? Na, sie hat einen kleinen Nebenerwerb, eine Happy Ending Massage, einen kleinen Handjob bietet sie den alten Herrn noch an. Insofern ist die Geschichte erstmal stimmig. Infolgedessen haben wir diesen Koffer beschlagnahmt. Der geht dann mit zum Finanzamt für die Beweisführung. Insofern viel Spaß, liebe Kollegen, liebe Grüße aus Berlin. Ja, das heißt, wir werden mit Sicherheit die Steuerstraftat gegen Sie schreiben als Täterin. Sie sind natürlich auch Opfer, weil die Frau Sie verhauen hat, weil die Frau Sie gefesselt hat und so weiter. Das fährt ja aber auch alles. Aber Sie kriegen trotzdem Dinge von uns mit.
Ist so. Mhm. Ja. Ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, melden Sie an beim Finanzamt und arbeitsrechtlich für Sie wird das nicht gehen. Das ist ja wunderbar. Den Spielzeugkoffer behalte ich als Beweismittel. Also die Ehefrau, die eifersüchtige Ehefrau, hat natürlich in Rage der Pflegerin quasi einen aufs Auge gegeben. Das ist eine Körperverletzung, dafür muss sie sich natürlich verantworten, inwieweit hier ihre emotionale Situation da als Rechtfertigung oder ein bisschen Schuldmilderungsgrund angesehen wird, muss letztendlich vor Gericht entschieden werden. Die eifersüchtige Ehefrau hat ihrem Mann verziehen. Mittlerweile kommt eine neue Physiotherapeutin, die tatsächlich nur den Rücken des Patienten behandelt.